Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ich bin's Kati und Eva und ich machen eine Oreo-Challenge. Wir haben ganz viele Oreo-Kekse, also eigentlich nur das Äußere von den Keksen, die Milchcreme in der Mitte fehlt. Die haben wir von Yoshi von In aller Munde bekommen. Der hat ein 100-Schichten-Video gemacht mit Oreo-Keksen und da sind ganz viele Kekse übrig geblieben. Ganz viele zerbrochene und auch einige Hälften, die heile geblieben sind. Eva und ich haben uns das jetzt so aufgeteilt. Eva benutzt die zerbrochenen Stückchen und ich benutze die ganzen Stückchen. Was Eva machen wird, weiß ich ja jetzt noch nicht. Und ich habe mir was ganz Schönes überlegt. Und zwar werde ich daraus neue Kekse zusammensetzen. Mit Nutella und mit einer Scheibe Erdbeere. Also schön frisch und schokoladig. Also eigentlich sogar richtig, richtig schokoladig, weil das hier außen ist ja schon dunkel und schokoladig. Dann kommt noch Nutella dazu und dann schön frisch eine Erdbeerscheibe. Dafür bereite ich als erstes meine Erdbeeren vor. Die habe ich schon gewaschen und ich schneide hier oben das Grün ab. Und dann schneide ich die Erdbeere in so kleine, dünne Scheiben. Ich kriege schon Hunger auf Erdbeeren. Sieht so schön aus, finde ich. Mal kosten. Und die schmecken auch richtig lecker. Schön frisch, ein bisschen sauer, aber sehr gut. Ich habe jetzt 10 Erdbeeren klein geschnitten und jetzt kann es losgehen. Jetzt setze ich meine eigenen Kekse zusammen. Eine Mischung aus allen Sachen, die ich wirklich richtig gerne mag. Oreo-Kekse finde ich total lecker, Nutella finde ich lecker und Erdbeeren finde ich lecker. Es kann eigentlich nur gut schmecken. Ich streiche erstmal auf die eine Hälfte ein bisschen Nutella. So als Klebstoff. Dann lege ich mir da Erdbeeren drauf. Wenn es ein großes Stück ist, lege ich eins drauf, aber ich glaube, wenn es so ein kleines ist, kann ich mehrere drauflegen. Und jetzt schmiere ich hier auf die andere Seite auch noch ein bisschen Nutella. Und setze das als Deckel hier oben drauf. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker aus. Ich bin mal gespannt, was Eva gleich dazu sagen wird. Nutella ist wirklich total weich heute. Es ist einfach warm draußen und die ist geschmolzen. Deswegen überall läuft immer Schokolade raus. Das ist echt eine große Schmiererei, aber es sieht wirklich gut aus, finde ich. Ich werde die jetzt einfach noch weiter nach dem Muster befüllen. Also erst Nutella, dann Erdbeeren, dann wieder Nutella und dann oben den Deckel drauf. Und dann gebe ich das einfach eine Weile in den Kühlschrank und im Kühlschrank wird dann hoffentlich die Creme so ein bisschen fester und dadurch hält das Ganze besser zusammen. Weil so ist es nur eine riesengroße Schmiererei. Jetzt, wo die im Kühlschrank waren, halten die auch viel besser zusammen und das Ganze läuft nicht mehr so an den Seiten raus. Ich bin schon gespannt, was Eva sagen wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch die Idee gefällt, ob ihr auch gerne Nutella, Erdbeeren und Oreo-Kekse mögt. Die Kombination ist echt lecker. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut sonst auch mal unsere anderen Videos. Schaut auch in Evas Video vorbei auf dem Kanal Dude Yourself Inspiration Koch und Backclub. Und sonst schaut unsere Challenges, unsere Snacktests, unsere vielen Bastelvideos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!